Hey, magst du was trinken? Ja, eine Fanta. Bist du neu hier? Ich hab dich noch nicht gesehen. Ja, bin zum ersten Mal hier. Dann geht's aufs Haus. Cool. Mich würde mit Marek interessieren, wer er jetzt am besten noch was er jetzt gemacht hat. Gestellt hat, auf jeden Fall. Hey, ich bin Sascha. Schön, dich zu sehen. Ja, ich bin Dominik. Ja, Toni. Und, wie hast du uns gefunden? Internet, ich habe gegoogelt. Ist schön, dich hier zu sehen. Und was machst du? Bist du Schüler? Ja, ich gehe noch zur Schule. Ich mache nächstes Jahr mein Abi. Na, cool, ich habe dieses Jahr Abi gemacht. Und was machst du so? Ich studiere Maschinenbau. Und was hast du so vor? Ja, ich wollte nach dem Abi auf eine Kunsthochschule und Mode studieren. Oh, cool, ein neuer Lagerfeld. Sorry, dass ich euch unterbreche. Ich bin der Jürgen, Toni. Pädagoge hier im Haus. Wenn du Fragen hast oder ich dir das Haus zeigen soll, kannst du dich gerne bei mir melden. Ich gebe dir auch meine Visitenkarte, falls du Fragen zu deinem Coming-out hast oder so. Okay? Das ist auch meine E-Mail-Adresse oben, da kannst du mich gerne kontaktieren. Danke. Okay? Sonst alles okay? Ja. Super. Freut mich, dass du hier bist. Bist du eigentlich schon geoutet? Nein. Hast du Angst? Ja, schon. Ha, nimm's locker. Was sagst du so einfach? Ja, am Anfang war ich auch der Schwuli und die schwule Sau. Meine Eltern haben noch nicht mal mit mir geredet. Und Freunde habe ich dadurch leider auch verloren. Aber hier im Anyway bist du gut aufgehoben. Mir hat das auch geholfen. Wollen wir zu zweit Billard spielen gehen? Klar, warum nicht? Hast du eigentlich einen Freund? Nee, leider nicht. Ich kenne keine Schwulen. Naja, jetzt kennst du ja mich. Lass uns das Spiel doch mal nachholen. Ja. Hey, warte. Fand dich voll süß. Wollen wir nicht Nummern austauschen? Dann können wir uns nochmal treffen. Ja, klar. Hier. Okay, hier. Super. Schreib dir nach ein SMS. Du hast doch meine Nummer. Okay, cool. Cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Komm, spiel mit. Nee, keine Lust. Ist was mit dir? Du bist irgendwie komisch die letzten Tage. Nix ist. Ist halt gerade einfach so. Hey, mit mir kannst du reden. Weiß ich doch. Ist schon okay. Na dann. Aber jetzt. Benni hat eh nichts drauf. Nur das Lügenpack. Ey, wie schwul bist du denn drauf? Kampflesbe. Ja! Aber gar nicht für uns, ne? Bist du eigentlich schon geoutet? Am Anfang war ich auch der Schwuli und die Schwule Sau. Meine Eltern haben noch nicht mehr mit mir geredet. Die Freunde habe ich dadurch leider auch verloren. Ey, wie schwul bist du denn drauf? Kampflesbe! Morgen. 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 Hast du Hausaufgaben gemacht? Nee. Scheiße.
Ja, ja, die Mann. Ich würde gerne abschauen. Zu spät, jetzt zu früh. Oh, ja. Hey, dann können wir anfangen. Guten Morgen. Wie ich euch schon vor einer Stunde gesagt habe, werden wir heute mit der Sexualerziehung anfangen. Hier seht ihr so einen Advanced Organizer, ihr kennt das Ganze. Daran könnt ihr euch orientieren, was wir alles in dieser Einheit durchnehmen werden. Ich denke, wir werden... Gibt es jetzt eine Frage? Nee, ist alles super, Entschuldigung. Okay. Dann werden wir zu dem Thema Pubertät, Zeit der Veränderung kommen. Eigentlich dann, ist das eh schon alles klar. Es gibt aber auch Schwule und Lesben. Können wir nicht darüber reden? Naja, wenn euch das alles klar ist, brauche ich euch das ja nicht großartig erzählen. Ich denke, wir können gut mit dem Thema einsteigen, werden uns aber dann da entlanghangeln. Ja, zur Homosexualität. Könnt ihr euch folgendes Bild mal anschauen? Bitte? Also ich kenne einen türkischen Jungen, der schwul ist. Der hat's echt schwer. Ein schwuler Kanake. Das ist voll gemein, was du da sagst. Hör auf damit. Ja, es gibt doch eh schon zu viele Schwule. Und jetzt auch noch schwule Ausländer. Ohne mich. Kannst du dir mal deine dummen Kommentare sparen? Guck mal, hier können die wenigstens in Ruhe leben. Bei den Familien, was da manchmal im Ausland passiert, oder weiß ich nicht, hier in den Familien werden die verstoßen. Im Ausland will ich gar nicht wissen, was mit denen passiert. In anderen Ländern? Da werden die weggeklatscht. Boah, kannst du mal deine Fresse halten? So, jetzt mal Ruhe. Wir sind hier im Unterricht, ja? Wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, dann auf einem bisschen anderen Niveau. Wie ihr wisst, oder vielleicht auch nicht wisst, ist das, was teilweise noch in anderen Ländern der Fall ist, wie in Russland, das war auch mal in Deutschland so, dass homosexuelle Menschen ausgegrenzt wurden und dort Kopf und Kragen riskiert haben, wenn sie sich geoutet haben. Glücklicherweise ist das mittlerweile nicht mehr so in Deutschland. Und wenn wir jetzt im Fach Biologie dort darauf schauen, kann uns, denke ich, diese Grafik weiterhelfen. Bitte? Die katholische Kirche ist aber auch dagegen. Okay, du bist Messdiener, musst ja so reden. Ist halt meine Meinung. Soll doch jeder machen, was er will. Ganz ehrlich, was sagst du dazu? Nix, ich höre einfach nur zu. Also ich finde, kein Mensch hat das Recht, andere zu verurteilen. Wenn ein Mann einen Mann liebt oder eine Frau, dann ist das doch okay. Das ist doch total unnatürlich. Ich meine, die Männer machen es hinten rum und die Frauen? Du bist so dumm. Warum mögen Lesben eigentlich keine Männer? Ja, frag doch mal einer, oder? Ich kenne keiner. Ich auch nicht. Also viele haben ja die Meinung, dass Schwule früher oder später krank werden. Lesben auch? Wichtig ist, denke ich, wenn wir uns mit dem Thema befassen, ein paar Worte vorab, dass Homosexualität im Spektrum der sexuellen Orientierung was völlig Normales ist. Es gibt dort im Tierreich ganz viele verschiedene Beispiele, wo sich Tiere homosexuell verhalten. Wir sind als Menschen natürlich keine reinen Tiere, sondern auch Kulturwesen. Aber auch wenn wir uns unsere Kulturgeschichte angucken, dann können wir an allen Stellen sehen, dass es dort immer wieder natürlich auch Homosexualität gab. Teilweise unterdrückt, teilweise ganz offen ausgelegt. Ich möchte auch dazu sagen, ich persönlich finde das ganze Gehetze wie in Schwule und Lesben voll krass. Ich meine, wenn die anders drauf sind als Heteros, dann ist das doch ihre Sache. Wie sind denn jetzt eigentlich Heteros drauf? Ich zeig dir ein. Okay. Was sagst du dazu? Sag mal was. Was soll ich sagen? Das ganze Gerede geht mir einfach auf die Nerven. Hier bitte laut, kein Getuschel. Entschuldigung, war nichts Wichtiges. Also, was ich vorhin gesagt habe, meine ich auch so. Das ganze Mobbe, den Schwule und Lesben, ist einfach ekelhaft. Die stehen doch außerhalb einer normalen Gesellschaft. Also ich will mit so einer Tunte nichts zu tun haben. Was ist denn eine Tunte? Ein anderes Schimpfwort für Schwule. Was sagst du eigentlich dazu, Toni? Nix. Ist einfach nervig, das ganze Gerede. Hey. Wie geht's? Tschüss Leute, ich bin dann weg. Ciao. Ciao. Nur noch zum Abschluss. Wenn ein Mann bei einem Mann liegt wie bei einer Frau, dann haben sie getan, was ein Gräuel ist. Ach, und halt's Maul und werd Pfarrer.
Also, was machen wir? Sollen wir ein Eis essen gehen? Nee, heute nicht. Sei nicht sauer, ich möchte jetzt lieber alleine sein. Hast du was? Nee, ich fühle mich heute einfach nicht so. Okay, tschüss dann. Na, kein Glück gehabt. Ich glaube, ihm geht's nicht gut. Sag mal, bist du beim Toni verknallt? Naja, könnte sein. Und? Der merkt es nicht. Sag's ihm halt ganz einfach. Ach nee, ich weiß nicht. Ach, das schaffst du schon. Komm. Eigentlich einen Schwulen an der Schule? Ich weiß nicht, kann sein. Vielleicht ist es der eine und wir wissen es gar nicht. Und geht das schon wieder los? Es scheint für euch echt ein Problem zu sein. Nee, eigentlich nicht, aber wenn mein Bruder schwul wäre, meine Eltern würden total ausrasten. Ja, bei den meisten wäre das ja dann auch ein schwuler Kanake. Moment mal, was ist überhaupt ein Kanake? Oh Mann, Mina, das ist so doppelt diskriminiert. Weißt du, so voll Rassismus total. Okay, ich glaube, das reicht jetzt. Finde ich auch. Meine Eltern sind übrigens total cool. Für die ist das kein Ding. Schwul, hetero, lesbisch. Für die kommt es darauf an, wie ein Mensch ist. Ja, das sehe ich auch so ganz genau. Und was wäre, wenn dein Bruder sich jetzt als schwul outen würde? Das wäre kein Thema für mich, ich würde zu ihm stehen. Gehen wir ins Einkaufszentrum. Was macht ihr da? Essen, kommst du mit? Oh nee, kein Hunger. Ich bleib auch hier. Ja, dann sehen wir uns im Unterricht. Ja, bis gleich. Ciao. Coco, dein Handy. Oh, guck, ey. Kein Problem. Okay, jetzt mal im Ernst, Toni. Was ist mit dir? Du sonderst dich ab und... Nichts. Ich denke einfach momentan über ein paar Sachen nach, über die ich noch nicht reden kann. Auch nicht mit mir? Ich meine, wir sind immerhin beste Freunde. Du hast mir schon immer alles erzählt. Hast du Stress mit deinen Eltern? Nein. Kann ich dir irgendwie helfen? Vielleicht, wenn es an der Zeit ist. Also ist doch was, jetzt red schon! Bitte hör auf nachzufragen. Das nervt und das kann ich gerade echt nicht gebrauchen. Okay. Aber du weißt, du kannst mir alles sagen. Ja, ich weiß das. Bis dann, ich muss jetzt. Okay. Jetzt gilt das Splitting auch noch für die Schwulen. Die dürfen jetzt auch Kinder adoptieren. Die wachsen völlig unnatürlich auf. Vielleicht ist es immer noch besser als Eltern, die ihre Kinder missbrauchen. Ja. Kinder weg, ab ins Heim. Katholische Heime wären ja deiner Meinung nach dann das Richtige, stimmt's? Ja. Was ist mit dem Missbrauch, der da passiert? Das waren Einzelfälle und der Papst hat sich sogar entschuldigt. Ja, natürlich. Das war's aber auch schon. Alles klar. Die haben auch Geld bekommen. Lächerliche Summe für jahrelange Quälereien. Eben. Mit euch kann man echt nicht vernünftig reden. Geht doch und gründet einen Schwulenverein. Mit was? Und du ein Kloster. Da findest du dann bestimmt eine Menge Homos, die kannst du das zum rechten Glauben bringen. Wahnsinnig witzig. Oh ja. Boah, Benni, geh mir jetzt nicht auf den Sack, ne? Am besten gehst du nach Russland, da wird eh schon die ganze Zeit gehetzt und gedroht mit Gefängnis und was weiß ich nicht alles. Da gehörst du auch hin. Ja, nee, brauchst gar nichts mehr sagen. Sie hat recht und du kannst auch direkt verschwinden. Ach, blöde Kühe. Morgen! Ich fasse noch mal kurz zusammen die Ergebnisse der letzten Unterrichtseinheit. Also der naturwissenschaftliche Erkenntnisprozess unterscheidet sich ganz deutlich. Ach, möchtest du noch was fragen?
Nein, keine Frage. Ich will auf ein Streitthema eingehen, das wir hier zurzeit haben. Und ich möchte betonen, dass Schwulsein Unzucht ist. Denn auch schon in der Bibel steht doch, wenn ein Mann bei einem Mann liegt wie bei einer Frau, dann haben sie getan, was ein Greuel ist. Das ist ja schön, dass du dich in den fünf Büchern Mose so gut auskennst. Aber wenn du mal ins Neue Testament schaust, Jesus, der sagt gar nichts zum Thema Homosexualität. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, Benny, wie kann man so verbohrt sein? Das muss doch echt wehtun. Lass uns ruhig mal bei diesem Thema bleiben, denn es gibt Untersuchungen, dass nur 50% der Männer überhaupt heterosexuell sind. Und die anderen, was ist mit denen? Das ist schon ein spannendes Thema. Bitteschön. Ja, die evangelische Kirche hat ja nichts dagegen. Ganz im Gegenteil, die machen ja auch Trauungen. Ja, in der katholischen Kirche, da gibt es den Katechismus und da gibt es einige interessante Verse zu dem Thema. Ich bringe euch die beim nächsten Mal mit, dann können wir die mal lesen und genauer analysieren. Ja, bitte. Also, ich habe mal eine ganz elementare Frage. Ich frage jetzt nicht nach den Geboten der Kirche, sondern nur nach der Liebe Gottes. Und Gott liebt doch alle Menschen, oder? Ja, selbstverständlich, alle Menschen. Alle Menschen, ohne Unterschied? Ja, klar, natürlich. Warum fragst du? Nur so. Na, siehst du, Benny, das ist doch meine Aussage. She won't be late, people are gonna descend. A mile later to my favorite bar when she reached the place. I saw a little green in her face. I hate the stage. Nothing in songs, nothing in the movies or songs. I hate the stage. Mal sehen, ob du mein Freund bleibst. Ich bin schwul. Und ich mag die Annika, aber ich mag sie eben nur und sie verhofft sich irgendwie mehr davon. Du bist schwul. Ja, okay, aber was hat das denn mit unserer Freundschaft zu tun? Gar nichts. Sei nicht traurig. Der ist halt so. Aber du hast doch gesagt, ich soll ihm zeigen, dass ich ihn... Ja, schon, aber ich glaube, das war nicht der richtige Moment. Wenn ich es mir so richtig überlege, der muss doch längst gemerkt haben, dass du in ihn verknallt bist. Ich meine, vielleicht ist er ja vom anderen Ufer. Wie? Ja, wie soll ich das sagen? Vielleicht ist er ja schwul. Was? Schwul, glaubst du? Könnte doch sein, so wie der sich in letzter Zeit verhält. Wäre möglich. Sorry Leute, dass ich euch jetzt ins Wort falle, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, der Toni ist schwul. Ja, also ich habe jetzt nicht gesagt, dass er schwul ist. Ich habe gemeint, es könnte sein. Das ist ein Unterschied. Ja, es kann sein, aber wenn es wirklich ist, dann soll er sich auch outen, oder seht ihr das nicht so? Ach, die Klappe. Leute, habt ihr Chris gesehen? Nee. Mhm. Ich weiß nicht, der ist doch dem Toni eben hinterhergelaufen. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass sie zurückgekommen sind. Also. Ja, das stimmt. Dann gehe ich auch jetzt. Okay, dann sehen wir uns morgen. Ja, tschüss. Okay, geh zurück zu den anderen und sag, dass ich schon weg war. Aber bitte erzähl ihnen nichts. Das bleibt unter uns, okay? Ja, ich sag nichts. Aber irgendwann wird es herauskommen. Und vielleicht ist es dann noch besser so. Aber
Das wird niemals was mit unserer Freundschaft zu tun haben. Es stört dich nicht, dass ich hetero bin? Okay. Da bist du ja. Was war mit Toni? Ich hab ihn nicht gefunden. Und jetzt? Geh wieder runter. Okay, komm. Hey Papa, ist Mom zu Hause? Nee, die ist einkaufen gegangen. Warum? Ist was? Ja, ich wollte mit euch reden. Aha. Komm, setz mal hin. Irgendwelche Schwierigkeiten? Wenn du so fragst. Was ist denn los? Raus damit! Papa. Ich bin schwul. Dieser machen, weil wenn das so ist, dann kommt das mit meinem Make-up. Aber wenn du ein gutes Lied schaffen hast. Doch, hey, das aber nie. Weiß einer von euch, wieso Toni von dem Gig gestern einfach abgehauen ist? Dem ging es ziemlich schlecht gestern. Die Dani hat doch gesagt, er sei schwul. Und ich meine, er hat doch die Annika voll abgelassen. Nee, ich habe jetzt nicht gesagt, dass er schwul ist. Ich habe gesagt, es könnte sein. Es ist ein Unterschied. Ihr meint, wir haben einen schwulen Sack bei uns in der Klasse? Ja. Das stimmt doch nicht, Mama. Jetzt wird mir ja einiges klar. Erst diese dämliche Frage nach der Liebe Gottes im Religionsunterricht. Verdammt, wenn das stimmt, die armen Eltern, die sind total katholisch, Sizilianer eben. Weißt du was, halt doch einfach deine Fresse, du bist sowas von hängen geblieben und verpeilt. Und ich meine, Dani hat nur gesagt, es könnte sein, ja? Okay. Und weißt du was, vergiss es einfach. Was ist, das kann man rausfinden. Ja. So ein Idiot. Woher willst du das wissen? Ich weiß es eben. Das ist hart. Wie bringe ich das jetzt deiner Mutter bei? Ich sag's ihr. Nee, besser nicht, dann holt sich nur die Augen aus. Weiß es noch irgendjemand anders außer mir? Ja, die aus meiner Klasse. Das ist irgendwie rausgekommen. Ah ja? Hast du jetzt Probleme? Mobben die dich? Nein, die meisten halten zu mir. Gut. Das muss ich erstmal verdauen. Ich will euch nicht wehtun, aber es ist einfach so. Egal. Es ist, wie es ist. Du bist und bleibst unser Sohn. Alles klar? Das hast du schon lange nicht mehr gemacht. Danke, Papa. Danke. Du bist eine Schwuchtel und eine Tunte, hä? Schwule Sau! Schwule Sau? Schwule Sau? Die einzige Sau bist du hier. Du widerst mich an! Toni, warte! Ja, was ist denn passiert eben? Ich war ja gar nicht dabei. Eben, erzähl mal. Ja, ich war in der Sporthalle und
Dann kam Benny auf einmal und hat voll angefangen, mich als Schwuchtel und so zu verfolgen. Was? Und ich hab's mitgekriegt. Ich hab ihm aus Wutane verpasst. Ich fand, das ging gar nicht. Hast du gut gemacht. Ist doch echt arschig. Oh, hast du immer richtig verdient. Hey, du wartest. Komm mit. Komm. Wie kannst du nur? Das ist voll gemein. Oh nee, komm, das ist echt nicht. Komm, du musst hier bleiben. Es tut mir leid. Wirklich. Bitte. Das ist schon okay. Und so leicht sollen wir dir glauben, ne? Man weiß das erstmal. Überleg dir was Besseres. Sollte. Ben, was machst du da? Nichts. Was hast du da in der Hand? Nichts. Gib mal her. Nein. Gib. Nein. Was ist das denn? Oh. Du hast was gemalt? Ist hübsch geworden. Ich wusste halt nicht, was ich sonst machen sollte. Was sagst du dazu? Ist aber ein bisschen kitschig, ne? Ging's ab. Naja, und besser als nix, oder? Da hast du schon recht. Also, Leute, was ich noch sagen wollte, war... Komm mit, gut. Lass es sein. Du komm einfach mit. The things I wouldn't do to stay safe.